Nummer 4. Dieses Gerüst ist sehr flexibel und äußerst stabil. Es hat eine maximale Tragfähigkeit von 150 kg und eine maximale Arbeitshöhe von 2,90 m. Es kann schnell und einfach in wenigen Minuten von einer Person aufgebaut werden. Dank seiner zwei Räder und seines geringen Gewichts von nur 15 kg kann es schnell und einfach angehoben und verstellt werden. Das vierseitige Sicherheitsgeländer und die großen rutschfesten Füße bieten dem Benutzer maximale Sicherheit. Es kann auch auf Treppen und Schrägen eingesetzt werden. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3. Es ist vollständig aus Aluminium gefertigt, wodurch es sowohl beim Transport als auch bei der Montage leicht zu handhaben ist. Es ist mit einer Einhandschnellverriegelung ausgestattet. Der Sockel hat Querstreben, die ihm große Stabilität verleihen, und es hat zwei Räder, mit denen man das Gerüst leicht bewegen kann, ohne es abzubauen. Die Stufen können dem Boden angepasst werden, um eine perfekte Nivellierung zu erreichen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 2. Dies ist ein Gerüst, dessen Seiten als Leiter verwendet werden können. Es hat einen breiten Sockel, der für Stabilität sorgt, und da es komplett aus Aluminium gefertigt ist und zwei Räder am Sockel hat, können wir es bequem und ohne große Anstrengung bewegen. Es hat eine Balancierstange, die zu ihrer Sicherheit mit rutschfestem Material überzogen ist. Bei Nichtgebrauch leicht zu demontieren und zu verstauen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1. Das Gerüst ist aus elektrolytisch verzinktem Stahl und rostfrei. Sehr einfach zu montieren und demontieren. Es kann durch Türen und Flure fahren, wenn die Seitenschiene entfernt wird. Dank seiner 180 cm Spannweite ist es äußerst wendig. Kompakt, leicht und sicher. Ausgestattet mit vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 8 cm. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.